Das ist eine klassische Leuchtstoffröhre. Und hier vor einer alten liegt das neue, schlankere Modell. Es verbraucht weniger Strom, passt aber nicht in die Halterung der alten Röhre. Stefan Perschke aus Mülheim löste das Problem. Der behinderte Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik erfand einen Adapter. Die neue Röhre passt in diese Halterung und spart jede Menge Strom. Hier leuchtet die alte Röhre. Sie verbraucht rund 41 Watt. Nun erst die alte Röhre und dann den Starter entfernen. Adapter mit neuer Röhre in die Halterung der alten klemmen. Und die Röhre leuchtet und verbraucht fast nur noch die Hälfte. Und das bei gleicher Helligkeit und längerer Lebensdauer. Der Adapter ist patentiert, zugelassen und kann von jedermann montiert werden.